Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal wieder eine Sache, die mit Food zu tun hat. Ich werde aber nicht selber kochen. Ihr kennt ja sicherlich alle irgendwelche Creator-Produkte, ich natürlich auch. Ich teste heute mal zwei Produkte, die ihr auf jeden Fall kennt oder davon schon mal gehört habt. Ob es die bei euch in der Nähe gibt, weiß ich nicht. Ich musste für das eine oder andere auch lange suchen, aber gleich mehr dazu nach dem Intro. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Moment. Ich mache mir jetzt gerade mal schnell eine andere Frisur. Zum Essen ist das dann ein bisschen besser. Wie man hier sieht, frisch aus dem Kühlschrank, alle ganz eiskalt noch. So, mit welchem fangen wir an? Ich glaube, wir fangen mit dem, glaube ich, am meisten Basic an, und zwar den hier. Oh ja, jetzt richtig. Taste Test. Oh ja. Also der schmeckt schon mal sehr gut von der Geschmackrichtung. Der Nachgeschmack ist volle Süße. Krass, hätte ich echt ganz anders erwartet, muss ich sagen. Ich hatte jetzt wirklich so, ja, Basic Multivitaminsaft ähnlich und dann einfach nur, ja, mit einem anderen Zucker ausgetauscht. Aber der Ersatzzucker hat schon sehr starken Geschmack. Ja, aber der Grundgeschmack ist nicht schlecht. Wir probieren erstmal den. Oh, riecht schon mal beerig auf jeden Fall. Kokosnuss kommt ein Hauch durch. Ich kann mir vorstellen, warum man den nicht mag. Der hat so ein bisschen Geschmack, wie wenn ihr so Beach-Cocktail-mäßige, mit Kokosnuss natürlich, so Duftbäume. Und nicht diese normalen Standards, sondern die, die man so bei Action oder sonst was kaufen kann. Also die so ein gemixtes haben. In so eine Richtung geht das, also das ist sowas, was man auch als Geruch kennt oder kennen könnte. Jetzt kommen wir zum dritten und damit zum letzten. Ich werde nachher natürlich noch einmal mischen und gucken, macht sich da ein Unterschied. Ich glaube, dann kriege ich die totale Zuckerbombe, aber probieren. Ich sag mal, der erste Geruch, der mir direkt in den Kopf kommt, ist diese Bonbons von früher. Ja, definitiv. Also der hat so einen cremigen Erdbeergeschmack. Oh, sind die, kann ich die überhaupt trinken? Sind die vegan? Ja, oder? Manchmal bin ich echt ein bisschen sehr lost. Ich habe zu viel Vertrauen in die Welt, aber ich glaube ja, der war vegan gewesen. Ich mische das jetzt einfach so beim Trinken. Also gemischt geht auf jeden Fall. Schmeckt nicht eklig. Ja, schmeckt eigentlich ganz gut gemischt, muss ich mal sagen. Geruchstechnisch der, nachgeschmackstechnisch der. Ich glaube, der Orangene ist am besten. Sehr angenehm trotzdem noch zu trinken. Aber ich muss sagen, ich habe gestern noch Dr. Pepper Cola getrunken. Und also ist jetzt nicht so, dass ich lange nichts Süßes mehr getrunken habe. Aber ich muss sagen, das ist schon heftig süß. Das ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes als wirklich diese Zuckersüße, die man bei Getränken hat. Weil da geht es eher unter. Wenn ihr testen wollt, ob Gönnergy was für euch ist, dann wäre mein Tipp an euch, natürlich klar, alles ausprobieren macht am meisten Sinn, aber dann auf jeden Fall den Orangenen als erstes probieren, und wenn der euch nicht zusagt, braucht ihr die anderen prinzipiell eigentlich gar nicht mehr so richtig zu testen, weil dann ist es nichts für euch. Part 2, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, habe ich es euch schon gespoilert, ich weiß es gar nicht. Ich möchte nicht, dass sie noch kälter wird, die ist jetzt schon leicht abgekühlt, war aber warm, ist warm angekommen. Und zwar hier, Happy Slice Pizza. So sieht sie aus. Natürlich noch einige Close-Ups für euch, damit ihr es besser sehen könnt. Aber schon mal sehr gut. Der Rand ist ein, ja, etwas anderer, beziehungsweise von der Form und Art eher so
geht ins Italienische, glaube ich. Wenn man es jetzt mal mit einem Dominus-Standardteig so vergleicht, ja, sieht er natürlich auf jeden Fall schon mal ganz anders aus. Der Käse hat eine schöne Farbe, die Salami sieht ganz gut aus. Und ich wollte den Geschmack jetzt eigentlich so, wie man die Pizza normal bestellt. Sonst hätte ich natürlich vielleicht das eine oder andere noch drauf gemacht. Aber wir wollen jetzt erstmal so testen, nicht den Geschmack verfälschen. Kamera ist kurz ausgegangen, einfach weitermachen. Ich muss aber sagen, der Käse klebt sehr an den Zähnen. Also gute Menge, aber vielleicht hätte man mit zwei verschiedenen Käsearten arbeiten können. Und ich zeige euch einmal hier. So, der ist schon sehr cremig auf jeden Fall. Geschmacklich, aber gut. Der Boden, schon fluffig auf jeden Fall. Trotzdem noch dünn. Man sieht in der Mitte ein bisschen dünner. Die Salami-Stückchen auf jeden Fall ganz gut gewählt. Milch, schon nicht schlecht. Ich esse jetzt noch ein bisschen, ein, zwei Stücke. Und dann mache ich ein komplettes Fazit, wie mir die Pizza schmeckt. Ich bin jetzt zurück. Ich habe ungefähr so die halbe Pizza gegessen. Und es wird Zeit für ein Statement. Wie fand ich die Pizza? Ich muss sagen, es gab eine Sache, die mich eigentlich gestört hat. Das andere war vollkommen okay. Fangen wir erstmal mit den Sachen an, wo ich sage, das ist auf jeden Fall gut. Und zwar der Boden. Den fand ich echt schon gut. In der Mitte wurde er auch ein bisschen dünner. Das hat man vielleicht in der Kamera nicht ganz gesehen, war aber so. Und der Rand, ja, war ein bisschen knuspriger und hat auch nicht Standard geschmeckt, sondern halt wie, wenn man jetzt irgendwie hier um die Ecke so in eine Pizzeria geht oder sowas. Also das hat mir schon mal recht gut gefallen, wie ich sagen würde. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, der Soße. Die Soße fand ich auch besser als so eine Standard Tomatensoße. Die Salami würde ich auch als gut beschreiben, also die, ja, hat man ganz gut ausgewählt. Da kann man auch eigentlich nicht ganz so viel falsch machen. Die Konsistenz war auch völlig okay gewesen. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war der Käse. Es war zwar, ja, verhältnismäßig viel Käse. Wie gesagt, entweder würde ich sagen, man nimmt eine Käseart unten drunter, macht ein bisschen Käse und nimmt dann einen Käse, der wirklich nicht so schmilzt, sondern auch so kross wird, nochmal extra oben drauf geschreut, dann später, bevor die Pizza fertig ist, nochmal so 10 Minuten vorher, dass man wirklich wenigstens noch ein bisschen was so krosses oben drauf hat. Und sowas gibt es auf jeden Fall. Oder nimmt einfach etwas weniger Käse, ein bisschen besser an den Seiten verteilen und dann, ja, wäre es auch nochmal ein bisschen besser, wie gesagt. Eine okay Bestellpizza wäre jetzt so im Bereich von 6,5 bis 7. Kommen wir zur Bewertung von dem Gönnergy und da muss ich sagen, ja, ich habe was ganz anderes ehrlich gesagt erwartet. Kann verstehen, warum man das ein oder andere davon nicht mag. Wenn ich nur von dem Trinkgeschmack bewerte, wenn man so gerade trinkt, dann muss ich sagen, ist der Orangene auch wirklich der Beste. Der Orangene liegt bei mir bei, ja, 7,5 Punkten, der ist okay. Dann kommt bei mir auf dem zweiten Platz, vielleicht hättet ihr es gar nicht mehr so erwartet nach meiner Erstmeinung, der Blaue. Da der vom Geschmack einfach wie ein Energy ist oder am meisten wie ein Energy ist von den dreien, den man so geschmacklich kennt. Dann ist bei mir auf Platz 3 leider der Rote. Er hat zwei positive Sachen. Nachgeschmack ist, so wie das Trinken auch ist, das haben die anderen beiden nicht. Und der Geruch ist sehr, sehr lecker, sehr, sehr angenehm. Leider ist der Geschmack beim Trinken nicht so wie der Geruch. Aber an sich, ich glaube, meins ist es einfach nicht. Und wie, ja, schon immer gesagt wird, Geschmäcker sind verschieden. Ja, kann ich hier nur unterschreiben. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War mal ein kleiner Taste-Test. Und vor allem für die Leute, die nicht in der Stadt wohnen oder die in Berlin wohnen. Und bekommen habe ich die, ich glaube, Ende letzten Monat habe ich die bekommen. Es war einfach nicht aufzufinden. Ich dachte wirklich schon, Gönnergy hat Berlin-Verbot bekommen. Und im Endeffekt habe ich sie so gefunden, dass ich zufällig auf YouTube mir angezeigt wurde, ein Video von Hey Aaron, wo er die getestet hat und gesagt hat, ja, in meinem Kiosk, da gibt's die, da sind die. Ja, habe ich dann bekommen. Eine Dose, 3 Euro. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Gerne den Daumen nach oben geben, das Video anderen Leuten empfehlen und natürlich sehr, sehr gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren und gerne einen Kommentar schreiben. Habt ihr den Gönnergy schon probiert oder die Pizza?
was hat euch besser gefallen? Habt ihr beides probiert? Oder einfach nur zu schreiben, welcher Gönnigi hat euch besser gefallen? Falls ihr auch nicht so die Leute seid, die viel schreiben, dann macht einfach den Herz-Emoji rein. Entweder den gelben, den roten oder den blauen. Den hellblauen dann aber, ne, dass das auch passt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal, ne?